Was geht, was geht, was geht? Servus, meine lieben Babes. Willkommen auch von mir an dieser Stelle. Ihr kennt es bestimmt mit diesen ganzen Corona-Lockdowns. Kenn ich nicht. Irgendwann geht's vorbei und man will wieder anfangen zu trainieren. Was für ein Split ist der richtige für mich? Wir stellen euch heute ein paar Trainingssplits vor. Fangen wir gleich mal an mit dem Ganzkörpertraining. Das ist, glaube ich, für Anfänger am entspanntesten. Deinen ganzen Körper pro Trainingseinheit trainiert. Also man geht 2 bis 3 Mal die Woche ins Gym, macht jeden Tag Ganzkörper, also jede Muskelgruppe im Körper. Da war jetzt nicht wirklich krass isolierte Übungen. Also würde ich jetzt vorschlagen, das kann man immer variieren, wie weit man ist, ob man Anfänger ist oder Experte. Man kann klar jetzt isoliert seine Schulter, vordere Schulter trainieren, aber dafür wäre es dann schon ein bisschen fortgeschrittener Wissensstand notwendig. An sich finde ich es perfekt für Anfänger, kann gut reinkommen. Genau. Kommen wir zum zweiten Plan, das ist der sogenannte Zweier-Split. Da teilt man den Oberkörper einmal in der Mitte durch, nicht mit dem Messer machen, ne? Nur sich die Teilung denken. Das heißt, die meisten machen den einfach so, dass sie einmal den Oberkörper trainieren, dann machen die den Unterkörper. Je nachdem, wie sie das Training gestalten, machen sie dann direkt wieder nochmal Oberkörper, nochmal Unterkörper und dann 2 Tage Pause. Oder einmal Oberkörper, einmal Unterkörper, 1 Tag Pause, dann wieder einmal Oberkörper, einmal Unterkörper, 1 Tag Pause und so weiter und so fort. Insgesamt kommt man dann auf so eine Trainingshäufigkeit von 4 bis 6 Mal pro Woche. Also der Plan ist tatsächlich auch für Anfänger geeignet, die vielleicht ein bisschen sehr motiviert sind. Da würde ich Ihnen empfehlen, so 4-mal die Woche vielleicht anzufangen. Einfach montags einmal Oberkörper oder Unterkörper zu machen, einfach Montag bis Freitag halt durchtrainieren, Mittwoch 1 Tag Pause machen und dann das Wochenende sich frei zu nehmen und dann einfach die Woche so weiterzumachen. Aber das können natürlich auch fortgeschrittene Athleten machen. Also dieser Plan ist sehr variabel, sage ich jetzt mal. Es kann für einen Anfänger der perfekte Plan sein, aber es kann auch für jemanden sein, der schon seit 10 Jahren trainiert, kann damit auch noch Muskeln aufbauen. Es kommt natürlich drauf an, wie du den machst. Ne? Wie gesagt, es ist eine Priorisierung möglich. Wie beim Ganzkörpertraining kannst du halt einfach sagen, fängst jetzt an dem einen Tag mit dem an, an dem anderen Tag mit dem an. Einziges Ding ist halt, du hast relativ wenige Übungen pro Einheit für jede Muskelgruppe. Dafür machst du die aber öfters in der Woche. Das heißt, für einen Anfänger kommt dann nochmal so ein positiver Lerneffekt dazu, dass man die Übungen besser erlernt, wenn man die einfach öfters macht. Plus, es gibt noch eine sogenannte Push-Pull-Option. Also alle drückenden Übungen, das ist jetzt nicht sowas nur wie Bankdrücken, Schulterdrücken, sondern auch sowas wie Kniebeuge. Komplementär dazu alle Zugübungen. Ja. Und wenn ihr jetzt sagt, ich habe schon Bock, öfter trainieren zu gehen, aber so wenig Übungen pro Einheit ist vielleicht nicht das Richtige für mich. Dann gibt es nämlich den Dreier-Split auch noch, sogenanntes, wie man es am meisten kennt, glaube ich, Push-Pull-Beine. Ne? So habe ich auch ganz lange trainiert. Anfängerfreundlich, finde ich. Nicht so wie das Ganzkörpertraining zum Beispiel, weil, wie gesagt, die Intensität von den Übungen einfach viel höher ist. Man hat einen höheren Lerneffekt. Aber im Dreier-Split ist es halt, wie gesagt, Push-Pull-Beine, also alle Drückübungen, also Bankdrücken jetzt zum Beispiel, wie Brust, Trizeps und Puls, dann bei Rücken, ne? Alles, was man zieht, Rücken, Bizeps und dann Beine nochmal extra, also ne? Oberschenkel, Unterschenkel. Da kann man auch wieder variieren. Man kann es jetzt für Anfänger zum Beispiel 3-mal die Woche machen, also Push, Pause, Pull, Pause und dann Beine am Freitag. Dann hat man das Wochenende frei und dann geht es am Montag wieder los. Später bin ich dann auf Push, Pull, Beine, Push, Pull umgegangen. Das ist eigentlich auch Dreier-Split, wo man halt nur einmal die Woche Beine trainiert, aber die 5 Tage ausnutzt quasi und dann Wochenende auch noch hat. 6-mal trainieren, also Push, Pull, Beine, Push, Pull, Beine. Mal halt nur einen freien Tag, ist schon ein bisschen anstrengender. Da muss man wieder mit der Intensität ein bisschen schauen. Für Anfänger dann lieber ein bisschen weniger Übungen, vielleicht nur 1 oder 2 Übungen pro Muskelgruppe, weil halt eben die Pausenzeiten ein bisschen anstrengend sind. Klar hat man immer 2 bis 3 Tage Pause zwischen den gleichen Trainings, aber man trainiert trotzdem jeden Tag. Ich hab Dreier-Split so gemacht, da habe ich Brust und Rücken an einem Tag gemacht, dann habe ich am nächsten Tag Beine trainiert und dann am dritten Tag habe ich Schultern und Arme nochmal trainiert. Sieht man auch, finde ich, dass man sehr variieren kann. Also genau, wenn man genau. Wirklich Bock hat, also der Split ist eigentlich nur, wie viele Tage man und sich das dann wiederholt, quasi das Training. Genau. Kommen wir aber mal zum anderen Split, zu dem klassischen Bodybuilder-Split, was man so sagt, ist der Fünfer-Split. Ne? Da trainierst du einfach jede große Muskelgruppe. Brust, Rücken, einmal Beine, einmal Schulter und einmal Arme. Das würde ich sagen, das ist so der klassische Fünfer-Split. Kannst zum Beispiel beim Beintag gehen dann am Morgen hin und machen irgendwie Hamstring und machen dann am Abend aber die Schulter und dann machen die an einem anderen Tag irgendwie am Morgen den Quadrizeps, also so die vordere Seite vom Bein und machen dann am Abend noch Arme oder so, auch noch eine kleine Muskelgruppe und dann so Waden streuen die da auch noch irgendwo ein. Aber ihr seht schon, da muss man dann sehr viel Zeit haben. Dieser klassische ist halt die 5 Muskelgruppen, die ich halt gesagt habe, immer einzeln zu trainieren. Was ist der Vorteil davon? Du hast eine sehr, sehr hohe Intensität pro Trainingseinheit. Was heißt das? Dass du halt sehr, sehr viele Übungen machst, sehr, sehr viele Sätze. Du kannst auch übelst gut mit sogenannten Techniken arbeiten, Drop-Sätze und so. Genau, kann man da gut einbauen, so dass halt ein bisschen schwieriger wird, das Training. Einziger Nachteil, sage ich jetzt mal, ist, dass man die Muskeln teilweise gar nicht so oft die Woche trainiert. Aber wenn man so sieht, zum Beispiel der Trizeps, der Armstrecker, ne, ist auch 3-mal die Woche dabei, ist halt beim Armtraining dabei, beim Brusttraining und beim Schultertraining. Also so wenig oft trainiert man den da gar nicht.
Bizeps auch zweimal dabei. Nur halt so Sachen wie Brust oder so oder Beine vor allem trainierst du halt nicht so oft die Woche. Aber das muss ja auch gar nicht schlimm sein, weil wenn du dann 5 Tage Muskelkater hast, dann kannst du den eh gar nicht so oft trainieren. Deswegen passt es dann eigentlich auch, hätte ich gesagt. Ne? Natürlich gibt es da noch ganz, ganz viele weitere Optionen. Es gibt auch noch wirklich richtige Trainingssysteme. Zum Beispiel, ich habe eins gelesen, da squattest du jeden Tag und wirst trotzdem stärker da drin. So, das war mir auch so neu, dass du dann einfach 7-mal die Woche Kniebeuge machst. Auch hart so. Wenn ihr euch irgendwie mehr dafür interessiert, wenn ihr mehr Fragen zu Training und so habt, DMt uns gerne. Ne? Gut, dann wünsche ich euch was. Ne? Schreibt schöne uns Woche auf jeden noch, Fall. Ne? Peace out, A-Town, Asche, Asche. Skrr, skrr. Yo!